Lukas, das Pfingstfest und der Heilige Geist. Die Pfingsterzählung zeigt, wie die Verzagtheit der Jüngerinnen Jesu nach dessen Tod in Begeisterung umschlägt. Von der Auferstehung Christi sind die Anhängerinnen Jesu überzeugt. Doch noch fehlt der Mut, diese zu verkündigen. Mit Pfingsten verändert sich das. Begeistert verkünden sie die frohe Botschaft und stecken viele Menschen auch aus fremden Kulturen an und gewinnen diese für die Sache Jesu. So in etwa stellt es Lukas dar. Yeah. Als Erzählrahmen wählt Lukas Pfingsten. Das Wort stammt aus dem Griechischen Pentecoste Hemera, der 50. Tag. Ein christliches Fest jüdischen Ursprungs. Schon im alten Judentum wurde 7 Wochen nach Ostern bzw. Pessach das Wochenfest begangen. Ein Dankfest zum Einbringen der Ernte. Zugleich wurde der Gabe der 10 Gebote gedacht. Shavuot, so der Name des Festes, das von Juden am 50. Tag nach Ostern bzw. nach Pessach auch heute noch gefeiert wird. Ernte und Bundesschluss. Diese doppelte Bedeutung greift Lukas auf. Er erzählt von der Gabe des Heiligen Geistes. Pfingsten ist die Ernte. Die Anhängerinnen Jesu ernten das, was Jesus einst gesät hat. Und, wie einst das Gesetz am Sinai, wird der Pfingstgeist zur neuen Lebensordnung der entstehenden Gemeinde. Er soll die Gemeinschaft zu einem neuen Miteinander inspirieren. Dabei bietet die lukanische Erzählung keine Schilderung äußerer Vorgänge, sondern in Bildern spricht sie von einer Glaubenserfahrung, dem Überwältigtwerden vom Geist Gottes. Wie in einem Film inszeniert Lukas diese Glaubenserfahrung. Künstlerisch stellt Lukas die Geistgabe mit sinnhaft erfahrenen Begleiterscheinungen dar. Die hör- und sichtbaren Phänomene, Feuer und Brausen, sind schon im Alten Testament geläufige Ausdrucksmittel, um die Gegenwart Gottes zu bezeichnen. In bildhafter Sprache erzählt Lukas vom Ausgießen des Geistes. Feuer, Brausen und Sturm sind Sprachbilder, um von der Gegenwart Gottes zu sprechen. Diese Bilder sind den Leserinnen damals gut bekannt. Sie stammen aus dem Alten Testament. Das geistgewirkte Fremdsprachenwunder öffnet den Adressatenkreis der frohen Botschaft. Juden von überall her können nun die Botschaft verstehen. Lukas will seinen Leserinnen damit verdeutlichen, dass die Botschaft Jesu, die sich ursprünglich an Juden in Israel richtet, nun an alle Menschen gerichtet ist und von ihnen verstanden und aufgenommen werden kann. Wow! Der Geist überwindet ethnische, soziale und hierarchische Barrieren. Wow! Alle Menschen gehören zum Volk Gottes. Wow! Auch an vielen anderen Stellen in seinen Schriften greift Lukas immer wieder das Motiv vom geistgewirkten Handeln auf. Er will damit zeigen, dass die Verbreitung der Botschaft Jesu über den ganzen Mittelmeerraum bis zur Hauptstadt des Imperiums, Rom, von Gott gewollt ist. Lukas ist der Überzeugung, es ist nicht nur einfach Zufall, sondern göttliche Fügung. Nun, es ist schwierig zu wissen, was den Jüngerinnen damals genau widerfahren ist. Eine Anwesenheit der Jüngerinnen und Jünger in Jerusalem bei diesem sehr wichtigen jüdischen Wallfahrtsfest ist durchaus plausibel. Vielleicht findet sich in der Pfingstpredigt sozusagen der historische Kern der Erzählung. Die Jüngerinnen haben anlässlich Pfingsten den Mut gefunden, Jesus als Christus und den Auferstandenen öffentlich zu verkündigen. Wie dem auch sei. Lukas inszeniert in der Pfingsterzählung das Durchstarten der Bewegung der Anhängerinnen Jesu mit kraftvollen und lebendigen Bildern. Und nicht ganz ohne Witz. Die Jüngerinnen seien vom süßen Wein betrunken, spotten die Gegner. Anders gesagt,
Es gibt halt nicht nur Applaus und Zustimmung für die neue Bewegung, auch derbe und ironische Kritik. Wichtiger aber ist, damals wie heute geschieht Pfingsten. So gibt es uns Lukas zu verstehen. Es ist kein einmaliges Ereignis der Vergangenheit, sondern ereignet sich immer wieder im Wachsen und Werden der Gemeinde der Glaubenden und im eigenen Leben, wenn sich Frauen und Männer vom Geist Jesu inspirieren und mitreißen lassen, damals wie heute.